zum Thema weltweit erfolgreiche Religionskonflikte hören wir Militärtheologin Marianne Muchtig. Liebe Kollegen, ich sage klar und deutlich, für den drohenden Dschihad der Bürger gegen uns brauchen wir einfach mehr Glauben. Ich bin katholisch, ich bin sogar Chef von der ganzen Kriminalkatholizei. Wir gehen alle in die Kirche. Nur Ameisen gehen nicht in Kirchen, die sind alle Insekten. Ich glaube auch an was, nämlich dass ich mir jetzt in der Kantine eine Frostelefantenhaxe in die Wampe reinatme. Ich glaube an Hellseherei, hab mir aber gestern beim Kaffeesatzlesen die Nase frittiert. Was ist denn passiert? Da war noch bis zum Rand kochender Kaffee in der Tasse drinne. Meine Fresse, das ist hier ja schlimmer als Astro TV. Ich wandere nach Al-Qaida aus. Wiederhören. Ich glaube an UFOs und dass die Tante da eben ein außerirdischer Zombie war. Jetzt bin ich mal dran mit Predigen. Und die da übrigens auch. Dann mal Schnauze, ihr Zervelatwürste. Entschuldigung. Ab sofort wird in meinem Land nur noch geglaubt, was ich selber glaub. Und zwar an die drei großen Gs. Oh, eure Hochwohlfahrt. Verbogenheit, Sie meinen Gott, Gnade und Gemüsefrikadellen für ganz Afrika? Nee, ich mein Geld, Gewalt und Angela. Heidewitzka, und für alle anderen Ungläubigen führen die Atheisten in der Manege heute Puder Bär auf. Puder ist aber selber mitzubringen. Wir sind eins. ARD.